Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Heute kommt der dritte Teil mit weiterem Gameplay und ich verspreche euch, heute wird's richtig krass. Und ja, hier war ich in Wilhelmshaven, in so einem Park gegenüber vom Hauptbahnhof. Da bin ich durchgegangen und dann habe ich dann zufällig einen Rettern gefunden und habe gedacht, ja, nehme ich das mal auf. Und das war nicht das einzigste Rettern, was ich in diesem Park gefunden habe. Ich habe noch ein zweites gefunden, also gehe ich mal davon aus, dass es ein Nest war. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob der Park jetzt ein Retternest war. Das ist ja eh schon wieder Vergangenheit. Denn direkt danach, als ich da war, war ja Neständerung. Also konnte ich halt eh nicht gucken, ob das jetzt ein Nest ist oder nicht. Und ich habe danach dem Rettern sogar noch direkt noch ein weiteres Pokémon gefunden, was mir für Bonbons sehr nützlich sein könnte. Nämlich ein Hubbeluff. Aber ich habe erstmal diesen Pokéstop gedreht. Und da habe ich irgendwie nur, sag ich mal, normales Zeug bekommen. Und zwar ein Hubbeluff. Ja, Hubbeluff. Ich brauche ja 125 Bonbons, um es einmal durchzuentwickeln. Und ja, ich habe natürlich die Sananabeere geworfen, damit ich das fangen konnte. Und ja, ich hab's natürlich auch gefangen. Mit einem Superball. Und ich hab's, glaube ich, sogar behalten, verschickt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich es verschickt. Und ich müsste jetzt, glaube ich, 119, 120 Bonbons haben, ja. Und hier das zweite Rettern, was ich in diesem Park gefunden habe. Und ja, das war natürlich auch gut. Ist bei mir jetzt auch eher selten. Also ich finde ab und zu mal bei mir an der Kirche. Aber jetzt hier bin ich halt davon ausgegangen, jetzt, dass es ein Nest war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in Wilhelmshaven habe ich ordentlich heftig krasse Pokémon gefunden und gefangen. Das war nicht das einzigste. Aber ja. Da habe ich erstmal dieses Rettern gefangen. Und gehen wir weiter zum nächsten Electek in Jever im Schloss. Also da war so ein Park am Schloss. Bin ich auch mal durchgegangen. Schloss angeguckt. Und da war zwei Electeks. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Park, weil ich habe ja auch bei mir am Schloss ein Nest immer, dass das dieses Schloss auch ein Nest war. Ich habe aber nur mal einmal so grob durchgegangen, geguckt. Zwei gefunden, also ich weiß auch nicht, ob es ein Nest war, wie gesagt. Danach kam auch die Neständerung. Ich glaube, da war ich mittwochs gewesen. Oder dienstags, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall in Jever am Schloss gewesen. Falls einer aus Jever kommt, kann er ja berichten, ob da öfters mal ein Nest ist. Auf jeden Fall habe ich dann ein zweites, schwächeres gefangen. Ich glaube, das habe ich sogar verschickt. Und ja. Das habe ich sogar mit Pokéball gefangen, ja. Okay, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Aber ungefähr die Highlights weiß ich wohl noch, wo ich sie gefangen habe. Und das sind jetzt hier die krassesten Pokémon in diesem Video versprochen. Und ihr werdet auch nicht enttäuscht sein. Und wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal schreiben, was eure letzten heftigen Fänge waren. Und dann am Strand ein Hunduster gefunden. Und ich so dachte so, okay. Ich hatte doch erst bei mir zu Hause ein Hundusternest und dann finde ich hier direkt am Strand ein Hunduster. Natürlich die Sananabeere geworfen und mit Superball musste ich das fangen. Und das ist nämlich doppelt gut. Erstens Bonbons und zweitens pusht das meine Feuer- und Unlichtmedaille, weil Kramorks kann man ja irgendwann gar nicht mehr fangen, weil das einfach ein nerviges Vieh ist. Und ja, das Hunduster. Das wollte nicht. Dann habe ich halt durch Himbeerbeere geworfen. Dann habe ich halt nur drei Bonbons bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich ihn verschickt behalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war schon cool. Hunduster. Aber es wird besser. So weiter das Video geht, so länger ihr dran bleibt, umso besser wird es versprochen. Und das ist jetzt keine Verarsche von mir. Und dann habe ich ein Magneton gefunden. Ich glaube, das habe ich auch in Wilhelmshaven gefangen, in der Stadt. Ich weiß gar nicht mehr. Das war auch heftig, so mit 1566. Erstes wildes Magneton, was ich überhaupt fangen konnte. Und dann direkt alles richtig gemacht. Himbeere, Hyperball. Das war genial, das war genial. Aber jetzt. Okay, das nächste Pokémon, was ich gefunden habe, ist jetzt nicht so krass, weil es bei mir auch gibt. Und das ist das nächste auch. Aber trotzdem, wenn ihr das eine Video von mir gesehen habt, wisst ihr, warum ich mich jetzt darüber freue, dass ich dazu jetzt Gameplay habe. Erstmal Dratini, okay, Dratini habt ihr schon öfters bei mir gesehen, das ist natürlich klar. Muss ich natürlich mit der Sananabeere mitnehmen für die Bonbons, weil entweder will ich mir noch ein zweites Dragoran irgendwann demnächst machen, oder
Ich werde meins, was ich habe, pushen. Das muss ich noch entscheiden, wie ich das am besten regel. Und ja, passt auf, ich habe das gefangen, das ist natürlich klar. Aber jetzt, das nächste. Das habe ich in Eva gefangen, an so einer Skulptur. Das weiß ich noch. Und jetzt, Dragonier. Endlich habe ich Gameplay von Dragonier und kann ich euch endlich zeigen. Das ist zwar nicht so heftig wie das aus meinem anderen Video. Da habe ich ja ein Video drüber gemacht. Mit dem dummen Fehler, dass ich außerdem das Gameplay irgendwie gelöscht habe. Aber jetzt habe ich Gameplay zu Dragonier. Und ich konnte es fangen. Ich konnte es fangen. Und das war einfach übertrieben geil, dass ich das fangen konnte. Ja. Richtig genial. Dass ich Dragonier fangen konnte. Das ist bei mir ziemlich selten. Ich habe das in meiner ganzen Laufbahn in Pokémon Go bei mir zweimal gefunden. Und das ist das dritte Mal, dass ich jetzt ein Dragonier fange. Und endlich habe ich da Gameplay zu. Das ist echt heftig. Okay. Wie gesagt, das habe ich glaube ich schon im zweiten Teil erwähnt. Kalimani werde ich in den dritten Teil packen. Und hier ist es. Das ist das erste. Beziehungsweise das zweite. Ihr habt ja schon eins in dem Live-Video gesehen, wo ich ein bisschen über den Urlaub schon live kommentiert aufgenommen habe, ein bisschen was erzählt habe. Und ja, das wollte ich dann natürlich haben. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bonbons ich jetzt habe. Aber das ist noch wirklich noch ein weiter Weg bis zu Impergator. Aber das war nicht nur der einzigste Starter, den ich fangen konnte. Wild. Und über den zweiten. Aber erstmal kommt ein nächstes Kanimani. Ja, darüber habe ich mich wirklich mega gefreut. Denn ihr wisst schon, über welchen Starter ich rede. Das ist nämlich mein Lieblingsstarter aus der zweiten Generation. Ich konnte, ja, ich spoilere euch jetzt schon, aber ich konnte endlich mein erstes Feuerigel fangen. Oh mein Gott. Boah, als ich das gesehen habe, ich war so, boah, mega, mega geflasht, dass ich das endlich gefunden habe, weil bei mir gibt's das nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, bei mir ist Shiggy und Indivier die beiden Starter, die es am häufigsten gibt. Und deswegen hoffe ich, wenn es wirklich die dritte Generation gibt, dass dann, weil jetzt ist ja Wasserpflanze, dass der Feuerstarter mit dem Flamli mal am häufigsten ist, weil das war mein Lieblingsstarter aus Rubin und Saphir. Ja, ich habe noch einen Volteball hier mit reingeschmuggelt in das Video, weil das gehört halt dazu. Ein bisschen wieder schlechteres Pokémon. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt das Feuerigel. Das ist mein erster. Und das war einfach geiles Gefühl, den zu fangen. Und ja, das ist noch wirklich ein weiter Weg. Ich habe natürlich Sananabär auf den geworfen. Und ja, den habe ich natürlich gefangen. Jetzt habe ich 6 Bonbons und ein Feuerigel. Das war irgendwo auf dem Deich. Ich weiß aber jetzt nicht mehr den Ort genau. Ja, das ist natürlich cool gewesen. Den konnte ich natürlich fangen. Ich muss natürlich Hyperball nehmen. Kein Risiko. Sogar großartig getroffen. Und ihr werdet auch sehen, neuer Pokédex-Eintrag. Leider war es das jetzt auch schon vom Gameplay. Jetzt habe ich noch ein Pokémon, ein richtig krasses Pokémon, was ich auch zum ersten Mal in der freien Wildbahn fangen werde. Das war in Wilhelmshaven am Südstrand. Und ja, seht selbst, ein Lapras. Ein wildes Lapras. Ich habe das erst bis zwei her zweimal aus dem Ei bekommen. Und jetzt zwar ein sehr schwaches. Ich muss natürlich Sananaperge werfen. Und ja, die ersten beiden Hyperbälle, weil ich noch nie so Erfahrung hatte, wie man die wirft, wie weit das weg ist, habe ich natürlich erstmal grottig verkackt. Ja, das seht ihr ja jetzt selber. Und den dritten habe ich natürlich getroffen. Und ich sag's euch, ich hab's gefangen. Und ich hoffe, ihr lasst für dieses Lapras ein Like da, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt. Und wir sehen uns einmal in den nächsten Videos. Bis dann. Auf Wiedersehen. Habt noch viel Spaß mit meinen nächsten Videos. Und ja, da ist das Lapras. Ich hab's gefangen. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen.